Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Factorio. Einmal Profis wollte ich gerade diesmal tatsächlich sagen. Nein, wir sind hier natürlich zwei allein mit Bob. Und mit mir ist natürlich zweisam, einsam der liebe Caro. Und der kümmert sich ums Stromproblem. Ja, ich mache jetzt Strom. Ich mache ganz viel Strom und zwar aus dem Nichts mache ich Strom. Nein, wir sollten vielleicht mal darüber nachdenken, ob wir irgendwann mal in Richtung Solarpanel gehen. Wir haben ja schon Solarpanels erforscht und wir könnten sie auch schon herstellen, wenn ich mir so die Anforderungen dafür angucke. Wir produzieren nicht genügend Stahl, ne? Ja, bin ich ja dran. Okay, woran liegt das überhaupt? Weil ich das da oben alles abgeknipst habe. So. Ganz einfach. Okay, ich brauche nämlich gerade ganz dringend Stahl. Haben wir nicht. Ja doch, hier liegt ein bisschen was auf dem Band, das habe ich mir jetzt geklaut. Werden halt jetzt gerade keine Schienen hergestellt, ist auch egal. Schienen haben wir im Moment genug. Wenn wir halt den Strom nicht ans Laufen kriegen, dann wird gar nichts hergestellt. Hat halt einen Ball hingesetzt. Nein, jetzt habe ich den Roboterport um! Nein! Was? Ich habe den Roboport um. Brauchst du einen Roboport? Ich habe doch noch einen. Ja, ich hab den umstehen lassen. Ja, ja, ich sehe, dass da wuselt irgendwie einer mit Objekte, benötigt Reparaturkits. Wo bist denn du? Ja, ganz unten. I see. Da. Bleib mal stehen. Du musst eigentlich stehen bleiben. Zwei Stück. So. Hast du was? Ja, aber ich habe keine Roboter, die sind doch auch oben. So, ja, da kann ich dir jetzt leider echt nicht mehr helfen, muss ich ehrlich gestehen. Du bist mir echt eine Hilfe, ey. Ja, was soll ich machen? Ich mach Strom. Nein, mach mal Strom, ich kümmere mich hier gleich ums, 10, 1, 2, ums Eisen. So, und dann haben wir hier 5, ich habe davon noch 3, das heißt, wir brauchen noch 2, so. Oh, mein Inventar ist so vollgeräumt. Es ist schlimm, ne? Ich habe dieses Problem aber auch, dass es hier einfach so wie die Hölle alles voll ist mit irgendeinem Scheiß. Naja, wenn erstmal das ganze Roboternetzwerk läuft, dann kann man ja alles schön aufräumen. Aber bis dahin ist noch ein bisschen und es kommt hier unten tatsächlich ein wenig zu wenig Eisen rein. Aber das kriegen wir dann auch noch gelöst. So, die Kiste steht ja hier. Roboter. Jo. Noch mehr Öfen. Öfchen. Noch ein Ofen. Tok, tok. Dit, dit. Das ist schlimm, ne? Ah, stopp. Nein, was brauche ich denn hier? Was brauche ich hier? Nein, ich doof. Entschuldigt. Nee. Nochmal doof. Du hast ja unsere Rohrproduktion gestoppt. Liegen denn da noch Rohre? Weiß ich nicht. Ich habe keine rausgeräumt. Gut, da liegen noch Rohre. Wunderbar. So, jetzt laufen die zumindest schon mal grundlegend. Jetzt haben wir nämlich wieder die 33 im Betrieb. Die auch jetzt hier alle mit ihrer vollen verfügbaren Leistung dastehen, was ich sehr gut finde. So, da kommt jetzt noch einer und dann haben wir nämlich 40 davon im Betrieb. Und haben knapp wieder über Verbrauch. Knapp, aber wir sind oben drüber. Wir produzieren jetzt mehr Strom, als wir verbrauchen. Das wird ja nicht lange reichen. Nee, das sehe ich auch so. Deswegen baue ich jetzt gleich die nächste.
direkt daneben. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall erstmal wieder so an dem Punkt, dass es läuft. Spielerinventar 2. Was ist ein Spielerinventar? Unknown Modifier Description Character Inventory Slot Bonus. Okay. Okay, unser Inventar ist größer geworden. Ja, ist doch super, oder nicht? Ja, ich finde das gut. Ich finde das gut. Ja, ich mach mal. Ja. Haben wir noch Barbe jetzt? Weißt du, dass du gleich aus dem Kopf? Hier, Forschungsgeschwindigkeit 4. Dann hat er erstmal ein bisschen was zu tun. Ja, Forschungsgeschwindigkeit 4 ist okay. Ich weiß es nur gerade nicht, ob wir noch. Ja, wir haben noch welche. Ich sehe es gerade. Da sind 172 drin. Ist ganz okay. Finde ich jetzt. Ja. Ja, dann produzieren wir mal noch mehr. 15. Und da brauche ich. Was fehlt mir hauptsächlich? Ich glaube, der hier fehlt. Nein, dann ist es der Stahl, der fehlt. Ja, Stahl. Du bist gerade dabei, ich weiß. Ja, ja, es dauert aber noch echt einen kleinen Moment, fürchte ich. 5. So, und dann haben wir hier 5 Stück von. Da brauche ich noch mehr Stahl für. Aber ich sag mal, hier unten wird zumindest erstmal ein bisschen Stahl produziert für den Notfall. Also wenn du jetzt was dringend, ganz dringend brauchst. Okay. Ja, ich baue halt damit unsere Stromzufuhr ja aus, ne? So, wir haben jetzt 5 Mark 2. Ich brauche 10. Ja. Und. Kommt der 5. endlich hier. So, also hier unten kommt jetzt wenigstens ein bisschen Stahl. Supi. Kann ich denn, wo ist denn hier, wo ist mein Blueprint? Da ist mein Blueprint. So, jetzt produziere ich auf jeden Fall genügend davon. Dann brauche ich noch 1, 2, 3 dieser Pumpen. Wenn wir die dann haben, rohremäßig, müsste ich noch ein paar hier unten mir klauen. Eins, zwei, drei. Da kommen diese Fotonazis hin. Achso, wartet mal. Die und die Steam Engines kommen dann hier hin. Mhm. Und dann haben wir Strommast. Also wenn man dann jetzt mal Autosave macht, dann dauert das halt ein bisschen. Aber dafür ist es halt jetzt nicht so oft, ne? Wie vorher, ey. Das war ja... Ja, das war echt immer... Das war echt ziemlich grausam. Super anstrengend. Okay, jetzt brauchen wir mehr Roherz. Vor allen Dingen, weil das Autosave halt mit jedem Mal, wo wir spielen, langsamer wird. Weil wir immer mehr ja an Sachen ranbringen. Es wird jedes Mal langsamer. Hallo Zug! Vor Schützen Giggles. Die Leistung. Okay, die wird jetzt nicht unbedingt gebraucht, die Leistung, aber sie ist noch da. Das heißt. Haben wir hier. Verfügbare Leistung ist da. Okay, alles klar. Traumhaft. Machen wir mal mich das hier und so und packen das hier mal zusammen, splitten das da auf. Jetzt
Gerade haben wir mal kurzzeitig wieder zu wenig und jetzt haben wir wieder genug Strom. Ja, und ich mache jetzt hier mal richtig Bambule. So, jetzt haben wir auf jeden Fall 5 dieser Furnace-Teile da oben. Die noch nicht komplett sind, aber dann haben wir 50 der Steam Engines Mark II. Die halt dann jetzt doch einiges an Energie liefern. Achso, ich muss Stahl noch anschließen. Habe ich noch genug Fließbänder? Nein. So. 50 Engines sind da. Das heißt, wir kriegen hier jetzt auf jeden Fall erstmal ausreichend Strom. Ja, und die haben auch alle ihre volle verfügbare Leistung. Obwohl der in der Mitte wieder nicht. Warum? Was ist mit dem los? Weil gerade nicht genügend Brennmaterial, also nicht genügend Kohle rankommt. Was? Das kann doch gar nicht sein. Ja, es kommt aber nicht genügend Kohle ran. Es kommt nicht schnell genug hier ran. Band leer? Weiß ich nicht. Wäre möglich. Das hat wohl nicht so ganz gerade. Ich brauche Fließband. Jo, mal öfter mal was Neues. Ich brauche Fließband. Mache hier gerade aber auch nochmal Fließbandrückbau ein bisschen. Boah. Ich hoffe mir mich persönlich, dass sich das hier mal zurückstaut. Oh, ich bin ja im Netzwerk, ne? Kann sein, ja. Aber wir haben keine Luxig-Roboter oder irgendwas wahrscheinlich im Netzwerk, oder? Doch, 100 Stück sind im Netzwerk. Das ist nicht viel, aber es sind welche da. Kannst ja mal gucken, was im Netzwerk so anforderbar ist. Dürfte zwar nicht allzu viel sein, weil noch nicht alles im Netzwerk ist, aber ein bisschen was kannst du, glaube ich, schon anfordern. Und Kisten stellst du noch nicht her, ne? Die Logistikkisten hier noch nicht. Ja. Habe ich noch nicht. Noch nicht fertig. Das kommt ja ganz hinten an den Bus und das ist einfach noch nicht drin. Alles gut. Mal ein bisschen aussortieren, ja. Davon haben wir noch einen kompletten Stack, dann kann der Trödel da mal rein. Dum-di-dum. So, po-po-po-po. Da. Und hier rüber. Und hier wieder hoch. So, okay, okay. Also, dann schließe ich jetzt mal Stahl noch an. Mhm. Das wäre ganz passabel. Hier fehlt noch ein bisschen Red Belt. Kommt doch was an, ich weiß gar nicht, was der hat. ehrlich. Und wo wären wir? Wo? Oben, über dir. Wieso jetzt da? Das kann doch nicht wahr sein. Da stehen doch Türme überall um die Ecke. Because I can. Jetzt hat er mir da einen scheiß Ofen kaputt gemacht, wofür ich jetzt wieder Stahl holen gehen muss. Ja, Stahl kommt. Also Stahl ist hier unten, aber ich kann dir auch... Kommt gleich hoch. Warte. Der kommt gleich hoch. Ich komm gleich nach oben, ey.
Das ist so der Plan. Das ist ja wieder super abgemessen hier. Genau, ich brauche Stahl. 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 Was machen wir denn dann mit der Steelline hier eigentlich? Die können wir abknipsen. Die läuft eh nur von oben. Mhm. Das können wir mit das eher unten dann einspeisen, ne? Würde ich schon fast sagen. Also wenn du dich jetzt hier irgendwo hinstellst. Wo? Müsste bald Stahl ankommen. Ah, hier leitest du das gerade hoch? Ja. Okay, cool. Mhm. Und du siehst, du bist im Logistiknetz. Funktioniert ja, schon. Ja, ich hab's schon gemerkt. Ich geh mal gerade hinten gucken. Wir haben bestimmt neue Logistikroboter, die ich benutzen kann. Also es sollte irgendwann Stahl kommen eigentlich. Ich weiß nicht, wo bleibt er denn? Unten nicht richtig angeschlossen oder? Hab ich wieder gemacht. Nächste Forschungsgeschwindigkeit ist fertig. Ich mache mal einfach so Zwischenforschungen, die wir uns ohnehin leisten können, ja? Ja, ja. Mach einfach. Jetzt kommt... Irgendwas hat hier wohl nicht so ganz funktioniert, oder wie darf ich mir das hier vorstellen? So. Das sind nur Öfen, oder was? Nee, das sind Öfen, die fehlen. Und sogar davon welche, die fehlen. Unglaublich. Vielleicht noch Fließband? Wo werden wir denn jetzt schon wieder angegriffen? Schon wieder da oben, ey. Und vor allen Dingen machen die diesmal wieder nur Geschütze kaputt. Boah. Und diese Drecksviecher da oben aufregen, ey. Mal gucken. Liebe Roboter, ich würde ganz gerne was sehen. Könnt ihr das mal abtransportieren? Dankeschön. Boah, ey. Stellt man da oben einen Haufen Geschütze hin und was ist? Die machen die alle kaputt. Restlos. Restlos auch noch. Ja, die sind wirklich alle weg. Krass, du machst aber ordentlich Aua, du. Hm. Ich weiß nicht, hast du schon mal so einen. Du hast ja schon mal so einen Behemoth-Beißer gesehen, ne? Ja, habe ich schon mal gesehen, ja. Hast du schon mal das nächste Tier gesehen in Bob's Mods? Nein. Ich weiß, dass es das gibt. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Gut, also hier unten leuchtet Stahl. Fehlen aber irgendwie noch 3 Öfen, aber die kann ich gerade nicht bauen. Das wird so nichts. Ich habe das Gefühl, dass ich hier seit mehreren Folgen nichts anderes mache. Als. Warum ruckelt das dann gerade so? Weiß ich nicht. Zweifel ist der Zaun schuld. Nein. Der Zaun, der Ärmste. Der Zaun ist schuld. Nein, ich weiß es persönlich gerade auch nicht, woran es gerade liegt. Warte mal, ich hab doch hier irgendwo. Holz. Schießholz. Das, wir haben schon wieder zu wenig.
Ja, okay, Kohle kommt nicht schnell genug durch. Hast du hier noch ein bisschen Red Belt? Ja, vor allen Dingen hier dieses Zwischenstück und hier fehlen zwei Stücke. Die müssen angeschlossen werden, das ist am wichtigsten. Fehlen überall einzelne Fließbänder. Ups, so wird das natürlich nicht. Naja, da sind noch mal welche, okay. Wir haben 300 Logistikroboter, die gerade unterwegs sind. Hervorragend. Mhm. Grandios. Das ist doch echt mal was, was euch... Wieso bin ich eigentlich immer nur am Fließband aufräumen in letzter Zeit? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß, irgendjemand muss es ja machen, aber... Ja, Fließband. Bringt mir Fließband. Kommt so eine Fließband, bringt mir Fließband. Da kommt gerade so eine Fließbandkette geflogen von Robotern, weißt du? Fühlt eine Milliarde Roboter, die gerade Fließband bringen. Ja, das ist immer total süß. Ich finde das immer total niedlich. So, bringt mir jetzt das Fließband? Ihr bringt mir Fließband. Ist das nicht schön? Können wir eigentlich Robotergeschwindigkeit? Nein, können wir nicht, oder? Doch. Können Geschwindigkeitsupgrade machen. Machen wir das doch. Mehr Speed ist immer gut. Ja. Lass mir halt gerade 500 schnelles Fließband bringen. Also 500 Red Belt. Ja. Also das Kohlefeld, das Kupfer, ja, also unser Mischmaschfeld ist übrigens bald weg, ne? Also. Ja? Ja, ja. Stehen noch drei Miner drauf. Ich sehe es gerade auf der Map, das ist ja winzig geworden. Ja, ist ja ein Scherz. Das haben wir so ziemlich erledigt und ich weiß auch, was ich in der nächsten Folge machen werde. Ich werde mal unten bei einem Eisenfeld gucken gehen, bei unserem Außenposten. Wie da so die Laune ist. Ich hab mal gerade nochmal, also ich schmeiß mal gerade Logistikroboter und Bauroboter ins Netzwerk. Wir haben jetzt 400 Logistik und 304 Konstruktionsroboter. Ja, ist schon ziemlich nice, wie das hier jetzt läuft. Jetzt so langsam läuft unser Systemchen und ich bin halt dabei, den ganzen Kram hier auszubauen. Und ich drücke mich im Moment echt erfolgreich, um Aluminium. Ach so, ja, es ist übrigens, eigentlich folgenvoll, ne? Päuschen. Päuschenzeit. Ich war dran, glaube ich, auch noch. Kann sein, ja. Ich glaube. Gut, ich bringe uns dann mal raus, würde ich sagen. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Factorio wieder. Und mit dabei ist dann natürlich auch wieder der Caro.
Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.